Die Mods sind da und damit ganz, ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende gehabt. Ich habe es genossen, auch mal ohne Tochter einfach mal 2 Tage nichts zu machen, was Videos sind. Hat auch sehr gut getan, wieder mal mit der Familie sich zu verbinden. Hervorragend. So, die neue Woche ist da, es geht los. Und bevor wir starten, möchte ich mich natürlich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Bernd, Istvan, Chris, David, OCB, André und Prinz für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir nähern uns schon fast an der 750er Grenze. Noch dauert es ein bisschen. Ich hoffe aber, dass wir das gegen Ende Woche erreichen werden. Eine der Mods, die heute herausgekommen ist, ist eine neue Karte und zwar heißt diese Medvedin. Kommt von Medash MGS, Downloadgröße 112,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Willkommenstext sagt: Willkommen auf der Karte von Medvedin. Die Karte basiert nur auf meiner Fantasie. Medvedin ist ein Skigebiet in der Tschechischen Republik. Ja, es sieht bergig aus. Ja, das könnte sogar passen, wenn man so rumguckt. Es könnte eine bergige Region sein. Hier haben wir einen Talkessel oder so einen Kessel, der ein bisschen so im Tal unten liegt, ein bisschen flächer ist. Und da haben wir die Karte platziert. Es soll geben 2 leere Flächen für den Bau von Gebäuden, 42 Felder, darunter 8 Weiden, 10 Verkaufspunkte, 11 Produktionsgebäude, 1 Sägewerk, 3 Wälder, im Voraus gekauftes Land, ein Dorf und im neuen Farmer-Modus haben wir dann natürlich auch einen Hof zugewiesen mit dem gekauften Land und natürlich auch Maschinen, die schon bereit stehen. Wir fliegen einmal ganz kurz über die Karte hinweg. Also wir können sehen, es ist eine Standardgrößenkarte. Es ist eine kleinere Karte, nicht sehr groß. Es gibt alle Arten von verschiedenen Feldformen. Also es gibt zum einen die quadratisch praktisch gut. Dann gibt es auch einmal eine quadratische, die hat eine Insel drin. Dann gibt es auch organisch geformte Felder. Also es gibt eigentlich für jeden Geschmack etwas. Wir haben hier im Zentrum ein kleines Waldgebiet. Wir haben auch ab und zu wieder mal Wälder, die zu finden sind, wie zum Beispiel auch hier unten. Hier unten haben wir mal das Dörfchen, also das Dorfzentrum. Da gibt es auch einige Sachen, die da verbaut sind. Das werden wir uns im Detail dann gleich anschauen. Und ihr habt es natürlich schon gesehen, also groß ist die Karte nicht. Hier ist unser Hof, wo wir auch jetzt gleich runtergehen werden und uns die Details angucken werden. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir natürlich einen Hof zugewiesen. Das ist davon das Farmhaus. Es handelt sich dabei um das Standardfarmhaus aus der Haute Belleron-Karte. Wir haben hier auch schon unseren Fifi da, den kann man hier natürlich schön füttern. Der ist weiter, dann haben wir hier die Tore, die gehen auch auf. Dann haben wir auch hier Tore, die gehen auf und zu. Das ist eigentlich im Prinzip so der Übergang zum Außenbezirk des Hofes. Ja. Wir schauen gleich mal rum. Hier haben wir einen Wassertank, der natürlich dazu einlädt, Wasser zu laden und gegebenenfalls zu den Tieren zu fahren. Hier haben wir das Pferdegehege, welches Platz für 14 Pferde bietet. Das ist auf jeden Fall eine Standardkapazität, also ein Standardstall. Da haben wir auch Tore, Türen. Dann haben wir stehen hier, da gehen wir gleich im Einzelnen nochmal durch. Wir haben einen 724er Fendt und den 7810er John Deere. Wenn wir weiter rumgehen, dann haben wir hier einmal die Hühner, das sind 360 an der Zahl. Das ist auch Standard, da ist auch nichts geändert worden. Haben wir einen Misthaufen, da haben wir den Gülletrigger. Hier haben wir den Kuhstall. Man achte drauf, Stroh muss eingestreut werden. Heuballen funktionieren, die lösen sich selbst auf, kein Problem. Also nur Stroh, das muss dann definitiv eingestreut werden, wenn man die Kühe komfortabel liegen lassen möchte. Der Kuhstall gibt Platz für 80 Kühe, auch Standard. Dann haben wir hier ein Gülle-Silo-Fass, genau, zum Lagern von Gülle natürlich. Des Weiteren haben wir hier hinten, das ist der Gülle-Abführtrichter. Denn wir haben hier das Schweinegehege,
ist auch Standard mit 270. Dann haben wir hier auch einen Misthaufen dazu. Wir haben ein Fasilo. Des Waltern haben wir hier verschiedene Maschinen hier rumstehen. Also einmal der Pöttinger. Die Pöttinger Seemaschine, dann haben wir einen Strautmann hier stehen, einen Ladewagen. Wir haben einen New Holland Drescher mit seinem normalen Schneidwerk. Des Weiteren haben wir hier natürlich noch weitere Hallen und hier ist dann die Werkstatt. Hier haben wir ein bisschen Kleingeräte, also einmal ein Front- und ein Seitenmähwerk. Dann haben wir hier einen Wender. Des Weiteren haben wir hier den Schwader. Wir haben eine Dünge- oder Pflanzenschutzspritze, einmal für Kalk und für Mineraldünger. Dann haben wir hier den Lemken-Rubber, wir haben einen Pflug und wir haben einen Rudolf stehen. Den Wender haben wir hier, das ist auf jeden Fall was schon mal zu uns gehört. Hier haben wir noch einen zweiten Wender, also wir haben diesen Schamas hier stehen und wir haben, wie gesehen, den Kuhn stehen. Auch haben wir hier einen Preda stehen für natürlich Kalk und Dünger. Das ist auf jeden Fall das, was zum Hof gehört. Wir schauen uns kurz die Karte an. Wir befinden uns in dieser Gegend hier. Das ist also die Karte hier. Wir sehen, dass es nicht eine sehr große Karte ist. Es ist eine kleine Karte, die vor allem für kleinere oder vor allem für mittlere Fahrzeuge geeignet ist. Eine BGA habe ich nicht gefunden, also nicht verbaut. Kann auch sein, dass ich einfach blind war. Aber grundsätzlich ist keine BGA verbaut. Dann haben wir Produktionsstätten. Die wurden schon erwähnt, eingangs, dass da Produktionsstätten stehen. Und zwar haben wir ganz, ganz oben die Spinnerei. Dann haben wir das Sägewerk, die Traubenverarbeitungsanlage, die Bäckerei, die Zuckerfabrik. Und die Schneiderei. Des Weiteren haben wir hier die Schreinerei, die Getreidemühle, die Molkerei und die Müslifabrik, die hier steht. Auch ist die Ölmühle hier unten stehend. Zuckerfabrik ist auch verbaut. Schneiderei haben wir schon gesehen. Bäckerei auch. Ja, das ist auf jeden Fall diese Produktionsstätte, die hier verbaut sind. Ladestationen. Haben wir außer dem Hof haben wir natürlich die Kalkstation, Einkauf von Mineralien und Kauf von Saatgut. Hier unten haben wir auch nochmal einen Mistkauftrigger und einen Güllekauftrigger. Hier haben wir den Güllebehälter, natürlich die beiden Misthaufen und natürlich der Wassertank. Die Feldgrößen bewegen sich in der normalen Größe. Also wir haben ein Feld, das kleinste Feld hat 2,5 Hektar, das größte Feld hat knapp um die 12 Hektar. Ich möchte mich jetzt nicht auf die Äste rauslassen und sagen, das ist das größte Feld. Es scheint aber so zu sein. Der Preis für dieses Feld ist 738.936 Euro und ist 12 Hektaren groß. Also ich würde mal sagen, zwischen 2 und 15 Hektaren, um ein bisschen Marge zu geben, denke ich mal, ist die durchschnittliche Feldgröße hier. Der Aussandkalender scheint Standard zu sein. Des Weiteren schauen wir uns den Verkaufskatalog an und können sehen, dass alle Fruchtarten, die angepflanzt werden können, verkauft werden können. Des Weiteren können auch alle Tierprodukte verkauft werden. Dann haben wir auch die Abfallprodukte, die können alle auch verkauft werden. Dann kommen wir zu den Produkten aus den Produktionen. Hier sehen wir auch, dass eigentlich alle verkauft werden können. Ich habe keinen gefunden, das nicht verkauft werden kann. Natürlich können Mist, Gülle und Gehreste nicht verkauft werden, weil keine BGA verbaut ist. Kalk kann natürlich gekauft werden an der Kalkstation. Und natürlich können auch die Steine verkauft werden am Gesteinbrecher. Alles klar, dann haben wir hier im Prinzip die ganzen Produktionen und alle Artikel gesehen, die verkauft werden können. Hier definitiv eine Karte, die funktioniert ohne Mod. Das heißt also, es kann alles verkauft werden, was A angepflanzt, B produziert und C was von Tieren kommen kann. Alles verkauft werden.
Wir schauen uns gleich mal die Garage an. Wir starten mit einem Fendt 724er Vario, den haben wir gesehen. Dann haben wir den John Deere 7810er. Dann haben wir den New Holland CH7.70 Mähdrescher stehen. Dazu natürlich das entsprechende Schneidewerk, wie auch natürlich den Schneidewerkswagen. Bei den Anhängern haben wir einen Rudolf stehen. Bei den Pflügen haben wir den Werneland Ecomat stehen, also ein 3,5 Meter Pflug. Ober haben wir einen 5 Meter von Lemken stehen. Dann haben wir bei der Seetechnik den Pöttinger Terrasem C6F stehen. Bei den Spritzen haben wir die Hardy 1200 Liter stehen. Düngestreuer haben wir zwei. Einmal den Amazone nur mit Mineraldünger und den Breda für Kalk auch. Dann haben wir einen Striegel, der da steht, und zwar 9 Meter Breite. Des Weiteren haben wir bei der Mähtechnik ein Front- und ein Seitenmähwerk. Dann haben wir einen Wender stehen, einen Schwaderhammer stehen. Dann haben wir natürlich den Ladewagen von Strautmann und natürlich auch noch ein Frontgewicht, einmal für den John Deere und einmal für den Fendt. Wenn wir aus dem Haupthof herausgehen, kommen wir auch gleich zu dem Feld, was uns zugeordnet ist. Und zwar ist das dieses Feld hier, die Feldfläche, das Feld Nummer 21 mit einer Fläche von 3,13 Hektaren. Im Moment wird angezeigt eine potenzielle Erntemenge von 32.000 bis 33.000 Liter. Ja, das ist im Prinzip die Farm, die wir haben auf der Medvedin-Karte. Wir machen nochmal kurz einen Überflug, also definitiv, wir sind da an einem Waldrand an oder einem Waldstreifen. Dahinter gibt es wieder Felder. Ja, sehr schön gemacht, die Karte auch. Vor allem, was ich schön finde, ist die Ankoppelung, also von hier aus gesehen, an die umgebende Landschaft. Schön gemacht, also man glaubt es. Ja, ob es die Karte ist, die ich spiele, nein, mir ist sie wahrscheinlich zu klein. Ich spiele gerne auf mittleren, also 4-fach bis 16-fach Karten. Daher haben wir auch das Projekt, was wir gerade gestartet haben auf unserem Discord, wo wir die Niedersachsen-Karte bespielen. Und zwar sind wir, glaube ich, jetzt circa 8 Spieler, 9 Spieler, die da mitmachen. Ja, ich freue mich auf das Projekt, das ist gerade gestartet. Das ist meine Karte, eine 4-fach und drüber, diese kleine Karte. Ist schön, aber nicht mein Ding. Wir kommen zu den Updates und zwar starten wir mit der Quick-Kamera. Diese kommt von Decker MMIV, Downloadgröße 36 KB in der Version 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Mod-Konflikt mit der realen Kabinenansicht gefixt. Eine Aktion für beides und zwar das Change Direction und die Flip-Kamera hinzugefügt. Geändertes Verhalten bei der Rotation in der Kabinenansicht verbessert, so dass es sich jetzt eher als nach einer Kopfdrehung ansieht. Einige der Übersetzungen wurden angepasst. Das nächste Update kommt für den PB3-0X1, kommt von BlendArt Kolotnik Jr., TT Check Modding, Downloadgröße 9,09 MB in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Problem mit FPS-Absturz beim Animieren von Staub während der Arbeit im Feld behoben. Das letzte der drei Updates ist für die Angewinn-Landschaft, kommt von Mael LTA, Downloadgröße 352,03 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Gewässer auf der gesamten Map gefixt, Genehmigung für Gebäude eingeholt, Spawn der Missionsgeräte im Shop behoben, Hauptgebäude der Farm werden im schweren Spiel nicht geladen, gefixt, fliegende Bäume gefixt, ein Holzschild, das durch ein Gebäude auf der Hauptfarm ging, wurde gefixt, mehr Autoverkehr hinzugefügt, Umbau des Schafstalls, Umbau der Schweinefarm, ein neuer Spielstand ist erforderlich. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar ist das der Snowwolf 500, kommt von Adam Kong,
Downloadgröße 5,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Schneemobil mit einer Leistung von 95 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 20 Litern, Maximalgeschwindigkeit 100 km/h und das Gewicht 376 Kilo. Der Preis 16.000 Euro. Die Farbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Ja, des Weiteren gibt es keine anderen Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste neue Mod ist der Fortschritt B550, kommt von Grabfeldschmiede und Ingo376, Downloadgröße 10,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Flug kommt mit einem Gewicht von 3,2 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,9 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und der Preis 15.400 Euro. Beim Design kann entschieden werden, ob hier noch ein B601 Packer hinzugebaut wird oder eben ohne. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Blau, Grün, Braun, Rot, und zwar das Tatra Rot, Tatra Orange und das Fortschritt Blau. Und die Felgenfarbe kann aus der Standardpalette ausgewählt werden. Wir kommen zum Fliegel ASW 256, kommt von Agra Design, Downloadgröße 5,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kleine Anhänger kommt mit einem Volumen von 26.000 Litern, Gewicht 7,4 Tonnen und kostet 40.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und wie immer gehe ich die Reifenvarianten nicht im Detail durch, daher gibt es auch hierzu keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Agromarsch Cutter 300, der kommt von Bachzon V3, Downloadgröße 3,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Murcher mit einem Gewicht von 500 kg, braucht 70 PS, Arbeitsbreite 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h. Und der Preis 12.000 Euro. Bei der Konfiguration kann entschieden werden, ob ein Gewicht hinzugebaut wird. Das Design 2 ist für wahrscheinlich die Hintenanhängung, also die zum Hinten an den Traktor zu hängen. Und das Design 3 verbindet die beiden letzten Punkte, also die Gewichte plus der Warnschilder für die Hintenaufhängung. Des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Goreng Granota Supra 5M, kommt von White Bull Modding, Downloadgröße 10,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Gruppe mit einem Gewicht von 2,7 Tonnen, braucht 170 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5 Metern und Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Der Preis 12.500 Euro. Auch hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Als nächstes kommen wir zum Agromarsch Duro L30 oder L40. Der kommt ebenfalls von Bachzon V3, Downloadgröße 5,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses als Pack daher mit zwei Einheiten, und zwar zum ersten den Duro L30. 10.000 Euro kostet dieser, wiegt eine Tonne, braucht 130 PS und hat die Arbeitsbreite bei 3 Metern bei 12 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Den Preis haben wir gesagt, 10.000 Euro. Das größere Modell davon ist der L40, wiegt 1,2 Tonnen, braucht 150 PS, 4 Meter ist die Arbeitsbreite, 12 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis hier 12.000 Euro. Wir kommen zum BDM 8x2 PC von M8 MOV. Downloadgröße 10,95 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Scheibenecke mit einem Gewicht von 5,5 Tonnen, braucht 300 PS, Arbeitsbreite 8 Metern und Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h. Der Preis 16.842 Euro. Auch hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Als nächstes kommen wir zu der Lizard Gabel. Diese kommt von BGamer 003, Downloadgröße 2,84 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Ballengabel kommt mit einem Gewicht von 300 Kilogramm und kostet 400 Euro. Die Konfiguration kann eingestellt werden zu Ballen, und zwar Rundballen im Durchmesser von 125 cm zu 150 cm und natürlich auch die 180 cm.
Dann gibt es eine weitere Option, und zwar das Ganze zu verdoppeln. Das heißt, hier können dann zwei Ballen a 125 oder 150 cm bewegt werden. Dann gibt es die Möglichkeit, anstatt den runden Teilen anzuschließen, gibt es hier da die Palettengabel. Und zwar die enge Variante, die weite Variante. Und da gibt es noch natürlich den Ballenspieß. Wir kommen zum Backlader. Der kommt von AE Modding. Downloadgröße 1,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ein umgebauter Frontlader-Arm, und zwar mit dem Gewicht von 440 kg und kostet 4.500 Euro. Dieses Gerät wird hinten an den Traktor gebaut und dann kann jedes beliebige Frontlader-Werkzeug diesem angehängt werden, womit man natürlich eine Seite gewinnt, wo man Sachen mitnehmen kann, arbeiten kann. Ja, kann man diese nutzen, um hinten Sachen aufzuladen. Man muss dann nicht das, was vorne hängt, wegladen. Ja, könnte eine sehr, sehr gute Mod sein. Hier, die Farben können gewählt werden aus der Standardpalette. Die nächste neue Mod heißt Maschinenhallen, wobei ich nicht weiß, wo denn die anderen Hallen sind. Kommt von Dithmarscher Modding, Downloadgröße 3,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Baumenü zu finden unter Hallen. Das ist diese Halle hier, kostet 65.000 Euro, um platziert zu werden. Ja, eine Halle, gehen wir mal ganz kurz rein. Die Rolltore gehen hoch. Wir haben hier einen Lichtschalter, der müsste wahrscheinlich noch ein bisschen nachgebessert werden, aber auf jeden Fall die Lichtgebung stimmt. Ja, eine schöne Halle. Die Textur ist nicht ganz so fein aufgelöst, wie wir das auch schon gesehen haben, zum Beispiel Marker. Ja, aber auf jeden Fall haben wir hier eine Halle, um die Fahrzeuge zu parken. Hier können definitiv auch größere Fahrzeuge rein. Je nachdem, die Limitierung hier ist das Rolltor. Die nächste neue Mod heißt Garage mit Kuhstall, kommt von Michael LS, Downloadgröße 17,75 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Tiermenü, also im Baumenü Tiere, und zwar dann die Kühe. Dann haben wir dieses Gebäude hier, Kostenpunkt 150.000 Euro, um zu platzieren. Und natürlich haben wir hier eine Garage, also eine Halle, wo wir Gerätschaften unterstellen können. Hier könnten wir eventuell auch einen Werkstattträger hinbauen. So stimmt das eigentlich auch. Gut zu wissen hier, dieser Stall nimmt Heuballen an, aber keine Strohballen. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Auch wichtig zu wissen hier, dass diese Träger hier drin der Mist bedeutet. Also hier muss man wie im 19er hingehen und diesen Mist rausnehmen, damit die Kühe glücklich und zufrieden sind. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das die Butterfabrik. Zu finden natürlich unter Produktion und Fabriken. Dann haben wir dieses Gebäude hier, Kostenpunkt 70.000 Euro. Und hier kann Butter oder Margarine hergestellt werden. Und zwar gibt es hier drei Rezepte. Einmal 10 Einheiten Sonnenblumenöl, einmal 5 Einheiten Olivenöl. Das zweite Rezept ist 10 Einheiten an Rapsöl gemischt mit 5 Einheiten Milch. Und dann gibt es noch die pure Version. Das sind 15 Einheiten an Milch und 13 Einheiten an Butter. Das war es auch schon wieder von den neuen Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen und auch keine weiteren Inhalte, die auf diesem Kanal präsentiert werden. Ich würde mich freuen über den einen oder anderen Kommentar. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch eine sehr, sehr schöne Woche zu wünschen. Wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die morgen im Giants Mod Hub erscheinen werden. Dann bis dann, danke, tschüss und hasta luego.